Hallo. Hallo und guten Morgen. Heute nehme ich euch mit auf die Reise, auf eine virtuelle Reise durch den Beratungsstellen, durch den Wald der Schuldenberatungsstellen. Ich will ja eine längere Wallfahrt machen, meinetwegen auch eine längere Pilgerreise. Und ich merke so allmählich, dass da doch so einiges vorher doch noch geklärt werden musste, Sachen, an die ich gar nicht gedacht hatte. Gut. Nach 10 Jahren Selbstständigkeit ist natürlich ein Haufen Schulden entstanden. Darum bin ich jetzt mal angefangen, das Ganze irgendwie mal in den Griff zu nehmen. Wie fängt man da an als, wie sagt man so schön, Digital Native? Wir googeln zuerst einfach mal nach Schuldenberatung. Da ist es schon, Hamburg. Gut, wichtig hierbei ist, wenn man das jetzt guckt, hier sind Anzeigen drin. Und hier sind dann die ersten offiziellen. Mir ist auch aufgefallen, bei YouTube habe ich natürlich auch schon mal recherchiert, was gibt es zu dem Thema und so weiter. Und da sind diese ganzen Videos, sind alles Schuldenberater. Aber ein wirklich Betroffener, ich habe zumindest keine Videos gesehen. Heißt, wahrscheinlich wird es für dieses Video jetzt negative Bemerkungen haben. Jetzt ganz konkret darum, was habe ich persönlich gemacht, wie bin ich vorgegangen. Und damit starten wir jetzt hier Schuldenberatung Hamburg, Stadt Hamburg. So, das geht per Google ja noch relativ schnell. Hilfe bei Schulden. Wir gucken jetzt mal einfach in die Unterfenster mal eben rein. So, ist aber alles, was tun bei Überschuldung, Verbraucherinsolvenzverfahren, Schulden, das ist alles irgendwie, sind gute Tipps, ja, aber ich gehe einfach mal davon aus, wie man so eine Excel-Tabelle anlegt, mit so einem Schuldenplan drin, dass ihr das alle wisst. Das ist jetzt bei mir die aktuelle Planung, also hier weiß ich, mit wie viel Geld ich diesen Monat gestartet bin. Und das ist dann hier genau, die gelben sind immer, wie viel Geld ich dann am Tag noch hatte. Alarm schlage ich immer, wenn hier unten keine 100 Euro mehr sind oder wenn hier hinten der durch die restlichen Tage keine 10 Euro mehr rauskommen. Dann so allmählich muss ich wirklich vorsichtig sein. Natürlich ist dies die Planung. Hier stehen dann auch schon so Posten drin wie Handys und ähnliches, aber ich denke, dass das selbsterklärend ist. Arbeitenberatungsstellen ist der nächste, also hier. So, Schulden- und Insolvenzberatung. Diese Beratungsstellen bieten umfassende Beratung zu allen Fragen der Verschuldung, zum Beispiel bei Lohn- oder Kontofindung. Darüber hinaus helfen anerkannte Stellen nach § 305 Insolvenzordnung bis die bei der Durchführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Beratung ist grundsätzlich nicht kostenfrei. Wer jedoch Sozialhilfe erhält oder selbst nicht über ausreichendes Einkommen verfügt und die Beratung zu bezahlen. Die Beratungsstelle beantragen, dass die Stadt die Beratungsfrist nach § 11.5 Sozialbuch übernimmt. Anerkannte Beratungsstellen nach § 305 Inso-Ordnung. So. Alle Beratungsstellen, hier finden Sie eine Sicht über alle. So, jetzt müssen wir den mal aufmachen. Über alle Beratungsstellen, Ablauf der Schuldenberatung, Schuldenberatung, wie geht das? Da gucken wir auch mal rein und da gucken wir mal rein. Jetzt wird gleich Folgendes passieren. Die Seite ist also irgendwo relativ durcheinander, wie ich persönlich finde. Weil wir werden von allen möglichen Seiten immer wieder auf diverse Punkte geleitet. Also man kann sich jetzt hier im Prinzip nicht durch die einzelnen Punkte arbeiten. Wir kommen wiederholt immer wieder auf die gleichen Seiten zurück, weil wir uns dann irgendwann im Kreis drehen. Sei es drum. So. Schuldenberatungsstellen in Hamburg. Anerkannte Beratungsstellen nach § 305 Inso. Diese Einrichtungen helfen Ihnen speziell bei Durchführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Die Insolvenzordnung schreibt hierfür vor, dass die gerichtliche Insolvenzverfahren zuständig eine außergerichtliche Einigung. Ja. Das meint dieses Vordings da, dass man halt einen Vereinigungsversuch machen kann. Den kann ich auch nicht durchführen. Da muss schon irgendwie ein Rechtsanwalt an, der weiß, wie es geht. So, wenn eine Einigung nicht gelingt,
Ne? Dann geht es hier. Nicht gelingt, benötigen Sie hierüber die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens, eine Bescheinigung von einer geeigneten Stelle im Sinne Paragraph 305 INSO. Gut, also ne, die INSO jetzt anzuzeigen, ist relativ dummes Zeug. 305 INSO ist der nächste Link, den wir aufmachen müssen. Und so hangeln wir und hangelt man sich dann dadurch die Links. Das ist natürlich alles ein bisschen unglücklich. Wenn Ihr Einkommen nicht ausreicht, um die Beratungskosten zu zahlen, wenden Sie sich bitte an die Schuldenberatungsstellen nach § 11.5 Sozialgesetzbuch. Dort können Sie die Kosten beantragen. Also hier sind wir auch bei den Schuldenberatungsstellen nach 305. So, und jetzt gucken wir uns die nach § 11.5 SGB 12 an. So, und dann kommen hier die Beratungsstellen in Hamburg. Die ich mir ausgesucht habe, ist die, die hier ums Haus ist. Viel mehr ist hier auch nicht in Bergedorf. Dieses sind jetzt hier die Schuldenberatungsstellen, anerkannte Beratungsstellen nach 305 INSO. So, und hier kommen die Schuldenberatungsstellen nach 11.5 SGB 12. So, meine Beratungsstelle steht hier auch. Also die steht jetzt hier definitiv auf beiden Seiten, um das mal ganz ausdrücklich darzulegen. Gut, dann haben wir also schon mal, dass es uns, mir, jetzt egal ist, ob 305 INSO oder 12.5 SGB 12. Gut, Beratungskosten. Die Schulden- und Insolvenzberatungsstellen in Hamburg, hier finden Sie, Anerkennung ist. Diese Anmerkung ist wichtig, weil nur solche Beratungsstellen die erforderliche Bescheinigung über die Durchführung der Ausrechnung ausstellen können. Die Beratung ist in der Regel kostenpflichtig, wenn Sie Sozialhilfe beziehen oder nicht über ausreichend Einkommen verfügen und die Beratung zu bezahlen, um die Beratung bezahlen zu können. Können Sie beantragen, dass die Stadt nach § 11.5 SGB 12 für die Beratungskosten aufkommt? Siehe auch Kosten der Beratung. Im neuen Tab öffnen. Hierzu müssen Sie sich ausschließlich an die Schuldenberatungsstelle wenden, die im Auftrag der Stadt die Beratung nach § 11.5 durchführen. So, und wenn wir jetzt hier, jetzt passiert das, was ich sagte, draufklicken, dann kommen wir hier auf genau die Seite, die wir gerade eben schon mal hatten. Können wir also wieder zumachen. So, nach 305 INSO können wir auch mal anklicken und auch dort kommen wir wieder auf die Seite, die wir gerade schon mal hatten. Die haben wir also jetzt theoretisch schon vielfach auf. Gut, Notfallsprechstunden. Übersicht der Notfallsprechzeiten, da kann man mal kurz draufstehen. So. Und dann sind wir hier bei Hamburg Arbeits, ja, montags 10 bis 12 telefonisch und donnerstags nochmal 10 bis 11:30 Notfallsprechstunde. Was ist ein Notfall? Naja, gut. Es soll wirklich vorkommen, dass Inkassobüros auch klingeln. Gut. Kosten der Schuldenberatung. Die Beratung in den privaten Beratungsstellen ist nicht kostenfrei. Die Stadt übernimmt jedoch die Kosten einer Schulden oder für den Ratsuchenden über einen Aus die für Ratsuchende, die über kein ausreichendes Einkommen verfügen. So, für wen werden die Kosten übernommen? Personen, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt kriegen, so SGB 12. Oder Leistungen der Grundsicherung im Alter, SGB 12, erhalten nach dem Sozialgesetzbuch 2, das ist Hartz IV, Arbeitsleistungen, Beratungsstellen. Das gilt auch für Ratsuchende, die Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Ja. Wer muss die Kosten selbst tragen? Wer über ausreichend eigene Mittel verfügt, muss angemessene Beratungskosten beteiligen. Bezahlt die Schuldenberatung vollständig oder bezahlt sie vollständig selbst. Die Übernahme der Kosten Nettohaushaltseinkommen ab. Ja.
So, und hier haben wir dann wieder, übrigens, Kurz- und Notfallsprechstunden sind grundsätzlich kostenfrei. Und da gucken wir jetzt mal rein. Da sind wir wieder bei dem Dings von gerade eben. Ja, also man kann sich hier durch die Links hangeln, das ist eine Katastrophe. Jetzt, ich weiß, es ist trockene Kost. Ich bin jetzt auch schon wieder eigentlich wieder viel zu lange am Reden, aber es ist anfangs eine sehr trockene Kost, sich da einzulesen. Ablauf einer Schuldenberatung. So, Krisenintervention, Begrenzung des Schuldenanstiegs, Sicherung von Unterlagen. So, generell gilt, alles, was hier auf dieser Seite steht, könnt ihr eigentlich gleich wieder vergessen. Hatten wir ja durchgemacht, dann hatte ich mir ja, wie gesagt, eine ganz bestimmte ausgesucht. Für die Anmeldung zur Beratung ist Ihr persönliches Erscheinen erforderlich. Eine Anmeldung ist möglich in Wandsbek und in Bergedorf, montags von 9:30 Uhr bis 12 Uhr. In Einzelfällen ist die Anmeldung zu anderen Zeiten nach voriger Absprache möglich. Bringen Sie bitte Ihre aktuellen Einkommensnachweise und Ausweispapiere mit. Ja, da rufe ich da, montags habe ich wenig Zeit, rufe ich da erstmal an. Und da sagen die mir, nee, Sie müssen hier nicht vorbeikommen. Sie können sich auch telefonisch anmelden. Dann habe ich da also am 8.6. angerufen. Dann sagten die mir, müssen sie alles nicht. Und die geben einem dann den nächsten Termin. Und dieser Termin war dann der Mittwoch, der 17.06.15. PowerPoint. So. Sofort am Telefon wurde ich gefragt, ob ich selbstständig oder Ehemann. So, weil hier steht eindeutig bei Selbstständigen und Ehemann Selbstständige mit mehr als 19 Gläubigern oder Verbindlichkeit bei ehemaligen Angestellten können nicht durchgeführt werden, sondern das Regelinsolvenz. Wenn Sie sich bitte aufzutrifft. So, da haben die mir jetzt gesagt, das, was hier steht, stimmt nicht. Das war die Vorbereitung und das Telefonat. Ich kann momentan nicht wirklich schlafen, darum sitze ich hier in der Nacht gerade vorm Rechner. Hat nicht nur was mit meinem Schichtsystem zu tun. Bis dann. Tschüss.